Tesla hat Zahlen geliefert und enttäuscht. 20.000 der produzierten Autos in diesem Quartal wurden nicht in diesem Quartal abverkauft, fließen also nicht in den Umsatz und in den Gewinn ein. Da steht jetzt der Elefant im Raum. Bricht die Nachfrage nach Tesla-Autos und damit natürlich dann auch bricht die Tesla-Aktie ein? Das führen wir wieder in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Thiel, da geht es ums Investieren, ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Tesla ist meiner Meinung nach zu einer Qualitätsaktie geworden, auch schon vor einigen Jahren. Man streitet aber herzhaft über die Bewertung und über die einzigartige Marktstellung. Und ich denke, dieser Streit hat jetzt auch neue Nahrung bekommen, denn 20.000 Autos, die produziert wurden, ich wiederhole mich, die wurden nicht ausgeliefert. Und insofern müssen wir mal gucken, woran das liegen mag. Es gibt zwei Interpretationsarten. Das eine, das ist die ja, Tesla-kritische, die bearische und die heißt einfach, ja, die Nachfrage ist eingebrochen, insbesondere in China. Kommen wir dann auf die Details zu sprechen. Und die andere, die bullische, lautet, ja, das ist nur ein logistisches Problem. Das ist sozusagen auch ein einmaliger Effekt und wird bald wieder weggebügelt. Es gibt für beide Argumentationen Pro und Contra. Und ich selbst bin long in Tesla. Ich werde am Ende auch dazu was sagen. Wir werden auch kurz versuchen, mal einen Blick auf die Bewertung der Tesla-Aktie zu werfen, die momentan vorbörslich mit 5,3% im Minus ist. Recht gnädig, will ich meinen. Kommt aber wahrscheinlich auch noch auf die allgemeine Börsenstimmung an heute, ob es vielleicht noch deutlich größere Verluste kriegen werden. Hier die Investor Relations Seite, ich sage euch immer, geht auf die Investor Relations Seiten auch immer, wenn euch das Unternehmen bzw. die Aktie am Herzen liegt. Aber natürlich werde ich jetzt einiges für euch sagen. Ja, ich sagte ja, im Prinzip geht es darum, ist es eine schwächelnde Nachfrage, ist ein ganz großes Problem oder ist eher ein logistisches Problem? Gehen wir mal erst zum logistischen Problem. Und zwar wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch mit Tesla beschäftigt habt, es gab zwar seit diesem Jahr zwei neue Gigafactories in Texas und in Berlin, aber es gibt momentan nur zwei wirklich große, wo Output geliefert wird, nämlich noch in Fremont, das ist die alteingesessene, die älteste Fabrik, und dann noch Shanghai, und das ist die größte. Und über die Hälfte aller produzierten Autos wird derzeit in Shanghai gefertigt. Und das heißt, dass da auch viel für den Export drin ist. China ist ein sehr wichtiger Markt, das seht ihr auch hier im Aktienfinder. Wenn ihr mal die Umsätze nach Regionen anguckt, dann machte China im Jahr 2021 etwas über ein Viertel der Umsätze. Also China ist ein extrem wichtiger Markt, ist der zweitwichtigste Markt direkt hinter den Vereinigten Staaten, die im letzten Jahr für 44,5% der Umsätze verantwortlich waren. Jetzt ist es ein logistisches Problem, wenn man wenige Standorte hat und daraus die ganze Welt beliefern muss. Und das passiert natürlich insbesondere auch aus Shanghai. Und da tuckert dann vieles über die Weltmeere. Die Waren, die über die Weltmeere gehen, die werden teurer. Man sieht hier den Bloomberg-Artikel vom 21. September diesen Jahres, also noch relativ frisch, ungefähr 4 Wochen alt. Und da geht es darum, dass die Frachtkosten auf dem Seeweg, ja, geradezu explodieren, und auch der Autoindustrie insbesondere, also hier seht ihr, die ganzen Autos sind keine Teslas, aber ist ja in dem Fall egal, ja, die Transporte teurer machen, und ihr seht ihr auch eine schöne Grafik, die zeigt, was für Ausmaße das Ganze angenommen hat. 80.000 am Tag kostet momentan so eine Lieferung hier für 6.500 Autos. Ja, und Tesla auf der Investor Relations Seite, sie sagen natürlich, wir haben kein Nachfrageproblem, sie beschreiben hier kurz und knapp, dass es ein logistisches Problem ist und insbesondere auch, dass die Kosten ein Problem gewesen sind. Hier seht ihr es, Cost during these peak logistic weeks. Ja, was ist denn mit peak logistic weeks gemeint? Tesla hat so eine Besonderheit, was die, die Auslieferungen angeht. Und zwar gerade in Shanghai ist es so, und das hat auch der Elon hier bestätigt, in der ersten Hälfte des Quartals, also Pi mal Daumen, 6 Wochen produzieren sie für den Export. Danach produzieren sie nur noch für China, aber das teilen sie auch nochmal ein in das weitere Umland China und dann in den näheren Teil hier, Nearby Parts of China. Ich vermute mal, dass es
gewisse Vorteile hat, auch in der Produktion, weil man ja die Serien auch länderspezifisch teilweise produzieren muss. Nicht alles, was in den USA zugelassen ist, zum Beispiel, lässt das Kraftfahrtbundesamt in Deutschland durch und umgekehrt. Also man muss dann vermutlich umrüsten. Ich denke, die Produktion ist günstiger, wenn man sagt, das produzieren wir mal ein paar Wochen dies und ein paar Wochen das. Hat aber zum Problem, dass es ja mehrere Wellen gibt. Man hat dann einmal die Exportwelle und dann hat man einen, die ins Ausland geht, und dann hat man die Importwellen. Hier wären es zwei, Nearby Parts of China und Away Parts of China. Und man verstopft damit quasi nicht nur den Seeweg, sondern auch die inländische Logistik. Und ich denke, je mehr jetzt produziert wird, und die Produktion haben wir hier übrigens vom Twitter-Account von Troy Teslike, der sich einen Namen gemacht hat durch die Schätzungen, auch wenn sie jetzt ein bisschen daneben gelegen sind bei den Deliveries, hätte ich auch nicht gedacht, dass 20.000 Stück fehlen. Aber ihr seht hier dann recht schön, dass in Shanghai hier, das wäre jetzt die Schätzung noch fürs dritte Quartal, die nicht ganz hingehauen hat, aber ist egal, vom Prinzip her passt 190.000 Stück. Und die 190.000 Stück sind mehr als die Hälfte, die er da geschätzt hat von den 363.000 Deliveries. Es sind ja weniger geworden, sind 340.000 geworden. Da fällt mir gerade was ein. Ich kann euch dann auch noch anschließend das Wachstum zeigen. Ich habe eine eigene Grafik gemacht. Aber machen wir jetzt erstmal hier weiter. Ich werde es nicht vergessen. Wir haben hier also mehrere Logistikwellen. Und jetzt will man diese, und damit auch große Herausforderungen, insbesondere dann, wenn allgemein die Kosten in die Höhe schnellen. Und dann will man jetzt quasi nicht innerhalb eines Quartals, sondern man verdichtet dann den Export auf wenige Wochen. Also das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass das tatsächlich ein Problem sein könnte. Und man will das jetzt auflockern, indem man diese Serienproduktion, ich glaube, der Elon hat es dann auch hier gesagt, dass man diese Wellen eben bricht und dass man gleichmäßiger für verschiedene Märkte, also parallel für verschiedene Märkte produziert. Muss man mal gucken, ob das die Produktion dann verteuert. Ich hoffe nicht. Und wenn doch, dann hoffentlich nicht wesentlich. Das wäre also im Prinzip das logistische Problem. Und wenn es ein logistisches Problem wäre, dann würde das jetzt halt mal unschön sein für das dritte Quartal. Aber dann würden eben die 20.000 Autos ins vierte Quartal quasi reingeschoben. Und im allerbesten Fall würde dann im vierten Quartal alles ausgeliefert werden, auch die komplette Produktion. Tesla eben auf der Investor Relations Seite hat schon gesagt, dass alle Autos, also auch diese 20.000, have been ordered and will be delivered to customers. Also sie wurden bereits bestellt, sie haben also Käufer gefunden. Aber nur weil sie Käufer gefunden haben, heißt es ja nicht, dass wir kein Nachfrageproblem, insbesondere in China, haben. Man könnte ja auch meinen, dass Tesla alles ausgeliefert hat, dass die Probleme nicht in erster Linie logistisch sind, also alles exportierte, was sie exportieren wollten in der ersten Hälfte des Quartals. Dann ging es an den Abverkauf in China, und dann in China ist die Nachfrage dann hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es gibt auch tatsächlich hier ist es, einige Gerüchte, dass die Nachfrage in China ja eingebrochen sei, unter anderem wegen der hohen Konkurrenz, aber ihr wisst ja auch, dass wir gewisse Rezessionsängste haben müssen, ebenfalls zu Recht. Im letzten Video bin ich explizit darauf eingegangen, ist auch sehr gut angekommen, vielen Dank an der Stelle. Und wenn wir hier ein Nachfrageproblem hätten, hätten wir natürlich ein echtes Problem. Das geht auch noch, hier wird auch dann in dem Artikel darauf eingegangen, dass es möglicherweise Kürzungen geben wird, die Preiskürzungen, also man will es, nachdem man die Preise immer erhöht hat, günstiger an den Markt bringen. Hier steht es drin, ist auf teslamac.de. Und man hat jetzt auch schon einen Versicherungszuschuss gegeben, das stimmt tatsächlich, aber der ist nicht besonders hoch ausgefallen. Aber es könnte ein Indiz sein, dass man hier tatsächlich in China Nachfrageprobleme hat. So, jetzt müssen wir mal noch was gucken. Bezüglich China könnte auch noch für Nachfrageprobleme sprechen, dass die Elektroautoförderung wenigstens teilweise wegfällt. Die ist in China, die ist zweigestaltet. Und zwar zum einen gibt es eine direkte Subventionierung, und zum anderen verzichtet der chinesische Staat
auf seine sogenannte Verkaufssteuer in Höhe von 5%. Dieser Verzicht auf die Verkaufssteuer in Höhe von 5%, der bleibt bestehen, aber die Elektroautoförderung, die fällt weg in 2023. Hätte eigentlich dazu führen müssen, dass die Nachfrage eher erhöht wird, um die Förderung noch mitzunehmen, was eigentlich ja wieder gegen eine Nachfrageschwäche sprechen würde. Oder wenn es schon einen Nachfrageeinbruch gibt, trotz der Vorzieheffekte, dann müsste natürlich entsprechend höher ausfallen. Also es gibt durchaus auch, wie ihr gesehen habt, schon Gerüchte, dass die Nachfrage rückläufig sein könnte, aufgrund eben dieser Preisgerüchte, dass man da wieder Rabatte gewähren möchte. Man darf aber nicht vergessen, dass Tesla in den letzten Monaten die Preise heftig erhöht hat. Und ich muss mal hier gucken, was der Kollege auch noch macht. Das ist Tesla, Treu Tesla, wie er heißt. Er pflegt auch noch einen Backlog ein. Und das finde ich auch noch ganz interessant. Es ist zu viel auf einmal. Und zwar seht ihr hier in der Grafik, ich mache es ein bisschen größer, dass hier das Backlog, das heißt das Auftragsbuch hier in Stück, die ganze Zeit geradezu dramatisch angestiegen ist. Das seht ihr hier noch aufgeteilt, von wo produziert wird, also wo die Auftragsbücher, in welcher Fabrik die quasi dann beliefert werden würden. Und jetzt seht ihr, dass es wieder rückläufig ist seit dem August diesen Jahres, auch relativ schnell. Das ist teilweise nicht verwunderlich. Wir hatten ja in der Gigafactory in Shanghai wochenlang zum einen geplanten Stillstand aufgrund von Produktionsupgrades, die auch erfolgreich gewesen sind, denn wir haben ja tatsächlich fast 370.000 Stück produziert im letzten Quartal. Also da hat Shanghai ganz schön was rausgehauen. Ich zeige euch die Nummern ja auch noch, die Zahlen in dem versprochenen Chart. Und dann hatten wir hier auch noch einen Lockdown gehabt hier, irgendwo im Frühjahr in China, wo auch Shanghai komplett, ich glaube im März und April, stillstand. Da hat sich dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was aufgebaut, beziehungsweise es konnte nicht abgebaut werden, das große Auftragsbuch. Und das ist natürlich ein Luxusproblem auf der einen Seite, wenn man Überbestellung hat, auf der anderen Seite ist es ein echtes Problem. Auch wenn man Luxus davor schreibt, ihr seht hier die letzte Schätzung von vor knapp einem Monat. Da geht er vermutlich einfach hin und schaut, schätzt, wie viel wird produziert, von welchem Modell, in welcher Fabrik, wie viel, also im Monat, wie viel dann am Tag. Und dann wird geguckt, wie hoch das Backlog sein könnte. Woher die Zahlen jetzt genau hat, das weiß ich nicht. Und dann wird es einfach geteilt und dann kriegt man die Wait Time raus. Immer wenn es blau ist, ist die Wait Time zu hoch für das Modell, was in der jeweiligen Fabrik gefertigt wird, weil es dann über 8 Wochen liegt und Tesla hat wohl ein Ziel zwischen 28 und 56 Tagen und dann wäre das grün. Und wenn es rot ist, dann heißt es, das Auftragsbuch ist quasi, oder Auftragsbestand ist zu niedrig. Es liegt also nicht in der optimalen Spanne. Also von da aus wäre jetzt hier noch kein allgemeines Nachfrageproblem erkennbar, wenn man sich das anschaut. Und das anschaut, wollte ich euch mal noch kurz zeigen. Dann mal die versprochene Grafik hier, der Chart, den ich jetzt extra für euch gebastelt habe. Und so sieht der Ganze aus. Und da zeige ich euch einfach mal, wie hier in Blau die in Orange, das sind die Auslieferungen und das ist dann jeweils die Produktion im jeweiligen Quartal. Und man sieht, dass es oft relativ, oder im Normalfall relativ nah beieinander liegt. Ab und zu ist die Anzahl der Produktion etwas höher, ab und zu die Anzahl der Auslieferungen. Das ist also irgendwas, was auch ganz plausibel scheint. Wenn man nicht ganz alle Autos ausgeliefert kriegt, dann tut man es also im nächsten Quartal ausliefern, hat dann ein bisschen mehr Auslieferung als Produktion insgesamt in dem Quartal stattfanden. Und ihr seht aber jetzt hier, das sind ja die 20.000, die fehlen. Also man zum einen sieht, es ist ja der enorme Sprung zwischen dem letzten und diesem Quartal, was erwartet worden war, weil wir hier eben die geplanten Produktionsstillsteigerungen für das Upgrade in der Gigafactory in Shanghai hatten. Man sieht aber auch, dass es nochmal ordentliche Zuwachsraten sind, die hier erzielt worden sind, auch auf das Q1. Und wenn wir das Vorjahresquartal vergleichen, nur was die Produktion angeht, da haben wir ein Wachstum von
53%, wenn ich mich richtig erinnere, bei den Auslieferungen auch noch von über 40%, auch wenn da die 20.000 fehlen, dass wir also hier dieses Quartal verglichen mit dem Quartal. Das ist also das Vorjahresquartal. Was ich dann, also man sieht erstmal, dass wir hier schon noch sattes Mengenwachstum haben. Was man hier übrigens noch sieht in Schwarz, ist der Aktienkurs. Fand ich auch mal ganz interessant, den einfach mal einzuzeichnen, weil letztendlich sind ja die ausgelieferten Stücke die, die den Umsatz und den Gewinn, und das wollen wir als Aktionäre, definieren. Und ihr seht hier, eben der höchste Aktienkurs wurde erreicht, das ist natürlich alles nach dem Stocksplit, in Höhe von um die 380 US-Dollar, als die Produktion eben noch und auch die Auslieferungen, also die Auslieferungen insbesondere um über 40% hinter dem lagen, was wir heute haben. Und das mal zum allgemeinen Stand. Und ich habe euch ja jetzt gesagt, also diese zwei Gründe, die möglich sind, logistisches Problem oder schwächelnde Nachfrage. Und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Bewertung im Aktienfinder an. Ist natürlich spaßig, eine Aktie wie Tesla zu bewerten, dann auch mal einfach so quasi auf die Schnelle, ach, hier habe ich es schon reingezeichnet. Fangen wir also nicht von vorne an. Was ich gemacht habe, ist, ich habe den fairen Wert genommen, basierend auf den operativen Cashflow und dem Umsatz. Ich mache es noch eins größer. So sieht das Ganze aus. Den kompletten Zeitraum genommen. Interessant ist jetzt hier erstmal, wir haben ein KUV momentan von 13,7. Das heißt, also ihr bezahlt 13,70 Dollar für einen Dollar Umsatz. Ist nicht günstig. Historisch gesehen lag es bei 8,9 über den kompletten Zeitraum. Und die Zeiträume sind ja unterschiedlichste Phasen von Tesla. Und was ich ganz interessant finde, ist, wir bleiben mal kurz beim Umsatz nur. Dann sieht man, es gab hier eine Phase, wo die Tesla-Aktie mit einem sehr günstigen KUV gehandelt wurde. Das war auch die Phase, in der man in der Tesla hätte gut pleite gehen können. Stichwort Produktionshölle. Dann haben wir hier jetzt eine Phase, das ist die letzte Phase quasi, wo Tesla vermutlich überbewertet war, also wo jedenfalls das KUV deutlich höher liegt als 8,9, das ist das. Ich habe es übrigens logarithmisch gemacht. Wenn man es nicht logarithmisch macht, erkennt man es nicht mehr ganz so gut, weil eben die Kurse dermaßen stark zugelegt haben, also mache ich es wieder logarithmisch. Und jetzt natürlich dann die Frage, wenn wir mal davon ausgehen, dass 8,9er KUV so über die verschiedenen Phasen, die wir so hatten. Wir hatten da früher auch schon mal eine Tenbecker-Phase bei Tesla gehabt, weiß kaum einer. Damals war ich aber auch noch nicht an Bord, leider. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieses 8,9er KUV irgendwo repräsentativ ist, was immerhin ja mal schon relativ konservativ wäre, weil momentan sind wir ja knapp bei 14. Und dann wäre natürlich interessant, was dann für eine Renditeerwartung herauskommt. Und jetzt gucken wir uns gleich an. Wir machen nämlich vorher noch das KCV, also wir haben ja schon länger auch einen positiven Cashflow ab hier, ab 2013, da sieht man im Prinzip dasselbe. Man sieht, dass die Tesla-Aktie hier in der Phase wohl vermeintlich günstig bzw. unterbewertet war und hier jetzt dann überbewertet war und eigentlich auf dem aktuellen Kurs bezogen immer noch überbewertet ist. Wo stehen wir denn gerade? Ah, jetzt sind sie fast 6% im Minus, jetzt sind wir bei 250 US-Dollar, das müssen wir uns dann natürlich merken, weil hier ist ja noch der Schlusskurs von gestern drin. Das aktuelle ist jetzt im Aktienfinder aber untertägig. Noch ist es aber nicht so weit. Wir sind nämlich erst bei 13.25 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein paar Stunden vorbörsliche Aktienkurse. Ja, dann mache ich nochmal wieder hier beides rein und zoomen ein bisschen rein. Und dann kann man jetzt versuchen, eben die entsprechenden bzw. die entsprechende Rendite zu ermitteln. Und noch so, dann skaliert es ein bisschen besser. Hier werden dann hier Kurse von zum Beispiel 244 und dann nächsten haben wir hier bei 267. Wenn wir den Schlusskurs von gestern nehmen, und das mache ich ja gerne, gucke mir dann die Renditeerwartung an auf das nächste beendete Geschäftsjahr. Puh. Das wäre also Ende 2023, dann wäre hier der faire Wert irgendwo bei zwischen 320 und 325, was einer Renditeerwartung von 16% entsprechen würde. Ist für eine normale Aktie schon viel. Für eine Aktie mit einer Volatilität wie Tesla könnte man schon sagen, man möchte mehr erwarten. Wenn wir jetzt hier können wir bei 245 Dollar mal gucken, was dann rauskommt, dann wären es schon knapp 25%. Was aber interessant ist, wie ich finde, ohne auf die einzelnen Prozente einzugehen, ist, man sieht immerhin, wenn wir hier die
halbwegs konservativen Schätzungen nehmen, die also nicht auf den Durchschnitt gehen, sondern schon deutlich drunter liegen, auch ein KCV von knapp 50 ist sicherlich nicht günstig, ist aber günstiger als das Durchschnittliche von 65, dann kommt man schon mit einer positiven Renditeerwartung raus fürs Ende des nächsten Geschäftsjahres. Was ich auch noch interessant finde, ist, wenn man hier mal die Schätzungen der Analysten anschaut, dann machen wir das alles weg, und zwar bezüglich, nehmen wir mal den Cashflow, weil den haben wir jetzt auch benutzt, um darauf die Bewertung zu machen und gerne auch den Umsatz, das wäre das hier, aber das skaliert natürlich schlecht, lassen wir nur den Cashflow drinnen, dann sieht man, dass die Analysten hier im Jahr 2024 nur noch von einem relativ bescheidenen Wachstum ausgehen, nämlich beim Cashflow von 25%, beim Umsatz von 28% und beim Gewinn übrigens, je nach bereinigt oder bilanziert, zwischen 20 und 28. Und das liegt alles deutlich unter dem, was Elon Musk mit dem 50%igen Wachstum anstrebt. 50%iges Mengenwachstum und dann aber auch große Kostenvorteile, und zwar die Preise wieder reduzieren, aber die Margen besser noch steigern durch Kosteneffizienzen. Das war jetzt erstmal die Bewertung. Jetzt gehe ich mal noch ganz kurz rein, weil der ein oder andere weiß sicherlich, dass ich Tesla im Depot habe, wie ich das Ganze jetzt betrachte und wie ich da vorgehe als Investor. Ich bin nach wie vor, und das sollte euch nicht überraschen, bullish bezüglich Tesla. Ich halte Tesla weiterhin für den Technologieführer, vor allem auch in der Produktion von E-Autos, also Stichwort Produktionshölle. Ich sehe noch viel Potenzial, nicht nur das klassische Potenzial durch Skalierung, also weil man immer mehr quasi raushaut und dadurch dann Kostenvorteile generieren kann, Skaleneffekte, sondern auch durch technologische Verbesserungen, beispielsweise durch die 4680er Batteriezelle, die etwas kompliziert ist zu produzieren, aber wenn sie produziert wird, eine bessere Leistungsdichte verspricht und auch hier wieder Kostenvorteile. Und dann haben wir natürlich über das bloße E-Auto bauen hinaus natürlich diese ganzen, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger fernen Zukunftsvisionen, die ja jede für sich zu einem Kurssprung führen könnte. Full Self Driving ist wahrscheinlich das naheliegendste, war jetzt der erste, der AI Day gewesen, bis hin dann, dass man ein Robotaxi draus machen kann, also ein Auto ohne Lenkrad quasi. Dann gibt es natürlich die neuen Modelle, die dann auch im nächsten Jahr kommen sollen. Cybertruck und Semi, der E-Lastwagen quasi. Und dann nach hinten raus wird es natürlich immer vager und immer fantastischer, wenn wir dann an den Optimus, an den Roboter denken, der auch Full Self-Driving, AI gesteuert, sozusagen dann bei der Produktion beispielsweise aushelfen soll. Und was ich auch noch ganz interessant finde, das ist ein möglicher Starlink-IPO. Der Ukraine-Krieg hat ja gezeigt, wie wichtig Starlink sein kann. Und ich hatte es an anderer Stelle schon mal erwähnt, ich denke, dass jetzt mittlerweile den Politikern in den USA, die auf Tesla herabgesehen hatten und teilweise Tesla-feindlich gesinnt waren, unter anderem, weil sie nicht gewerkschaftlich organisiert waren, dass mittlerweile da jeder verstanden hat, dass Tesla eine wirtschaftliche Macht ist, die möglichst gehegt und gepflegt werden sollte, um die geopolitischen Interessen der USA selbst durchzusetzen. Das heißt, man hat hier einen Technologieführer und man sollte ihn hegen und pflegen, weil es im eigenen Interesse des Landes ist, der USA. Der Ukraine-Konflikt war jetzt ein Beispiel, der das gezeigt hat. Und ich denke, die E-Auto-Förderung, wo Tesla jetzt auch dabei ist, hat es jetzt auch gezeigt. Das heißt, es gibt schon ein paar Gründe, dass ich weiterhin bullish bin für Tesla, jetzt unabhängig davon, was da in China passiert. Ich muss es natürlich bezüglich der Nachfrage mir anschauen und bin gespannt, wie es läuft. Ausschließen kann man nichts, vor allem vor dem Hintergrund der Rezession. Eine gewisse Fallhöhe ist durchaus gegeben bei der Aktie, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber wenn es als langfristiger Investor, wenn ich an so ein Unternehmen glaube, dann bleibe ich halt dabei. Ich habe schon ein paar Auf und Abs mitgemacht, seitdem ich vor, wann war es, 4, 5 Jahren eingestiegen bin. Insofern ist mir schon einiges gewöhnt. Was auch noch vielleicht interessant ist, was einen Push geben könnte, kurzfristig jetzt, das wäre vielleicht die Vergabe eines Investment-Grade-Ratings. Tesla ist ja nicht geratet, obwohl sie, wie man es hier sieht, eine
enorm gesunde Bilanz haben innerhalb kürzester Zeit, wenn ihr auch die Tilgungskraft mal anschaut. Die haben jetzt faktisch keine Nettoverschuldung mehr. Na, mal hier nochmal reinzoomen. Da wären sie noch fast pleite gegangen hier 2017. Die Hälfte der Bilanz bestand aus zinstragenden Schulden und jetzt sind die zinstragenden Schulden niedriger als die Tilgungskraft. Das heißt, die könnten die zinstragenden Schulden innerhalb eines Jahres kündigen und in der Zwischenzeit haben sie noch ein paar Gigafactories in die Gegend gestellt. Also das zeigt hier, dass Tesla absolut solide ist, völlig unabhängig hier von den steigenden Margen, steigenden Umsätzen und hier den plötzlich rasant anziehenden Gewinnen und Cashflows. Gut, natürlich kann man sich über dieses Thema vorzüglich streiten. Tesla, es ist kein konservatives Investment, es ist eine Story, so sage ich immer. Ich bin in der Story dabei und schauen wir mal, ob wir ein Happy End kriegen. Ich hoffe es natürlich für mich und für alle Investierten. Dann wäre nochmal eure Meinung interessant. Wie habt ihr so die Zahlen interpretiert? Zu welcher Theorie neigt ihr eher? Logistisches Problem oder schwächende Nachfrage? Kommentare könnt ihr gerne runterschreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich wie immer auf gute Investments. Und eine schöne Woche wünsche ich euch. Ciao!